Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Malerei trifft Fotografie, titelt die Ausstellung des Kunstkreises Salzkotten zum Martini-Fest. Kongenialer Partner der Selzer Maler, die Fotogruppe Blende 2015 aus Paderborn. Eine akribische Wiedergabe eines Objektes oder Motives ist dagegen in der Malerei selten angesagt. Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar, sagte der deutsche Maler Paul Klee. Deutlich wird die Aussage beim Motiv Gottesanbeterin, einer Fangschrecke, deren Beine in Lauerstellung an die zum Gebet gefalteten Hände erinnert und die Umdeutung hier des Malers. So verschieden auch Malerei und Fotografie die Dinge ins Bild bringen, es gibt eine Schnittmenge, wie Vorsitzender Klaus Schabowski in seiner Eröffnungsrede darlegt. Das Thema ist goldener Schnitt. Kurz erklärt, das Hauptmotiv wird leicht aus der Mitte oder leicht nach rechts und links verschoben, sodass da, wie gesagt, so eine Drittelaufgrenzung besteht. Und man kann dort eben dann feststellen, dass in vielen Fällen solche Bilder angenehmer empfunden werden, als wenn das Hauptmotiv nun wirklich zentral dargestellt wird. Das Wissen um solche Techniken auch an den künstlerischen Nachwuchs weiterzugeben, dafür stehen beim Kunstkreis Rosemarie Albers und Ingrid Zimmermann. In Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit erhielten die beiden aus den Händen von Bürgermeister Berger Urkunde und ein Blumengebinde. Floristik, sicher auch eine Spielart von Kunst. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salidenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier.